Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge LS19. Wie ihr seht, ich habe hier schon mal ein bisschen was rumgekuppelt und so weiter und so fort. Hab soweit die Zeit vorgedreht, dass das Getreide reif ist hier. Und habe mir überlegt, dass wir uns relativ spontan, ich glaube, das habe ich aber letzte Folge auch schon erzählt, dass wir uns dieses Feld hier kaufen. Da sind zwar Sojabohnen drauf und mit Sojabohnen kann man eigentlich nichts anfangen, aber ich glaube, Sojabohnen bringen auch gut Geld, von daher, ja, und für ein Feld lohnt sich auch rein theoretisch einfach die Ernte nicht so. Dafür müssen wir jetzt aber zuerst Kredit aufnehmen. So, ich glaube, das müsste schon reichen. Ich glaube, das kostet 30.000, das Feld. Ja. Ja. Zack. Gut. So. Wir machen aber erstmal unser Feld, unser eigenes. Ah, wobei da hinten ist praktischer, weil da können wir den Schneidwerkswagen abstellen. Dann machen wir da hinten erstmal. Da brauchen wir, ich glaube, von Sojabohnen kann man kein Stroh pressen in LS. Von daher. So. Zack. So. Perfekt. Zack. Ja, ist am Ausklappen. So. Zack. Perfekt, ja. Läuft doch. So. Hier werden wir das auch nochmal ausprobieren, ob, oder wie das mit Helfer läuft. Also ich meine, ne, Dreschen ist auch so eine Arbeit, die kann man gut selbst machen. Ja, ist mir klar, dass mir das nicht gehört. Ja, aber trotzdem will ich das einfach gerne ausprobieren, inwiefern der Helfer halt auf dieser Map funktioniert. Und also, funktionieren tut er ja safe, aber wie gut halt. Ich finde das immer so dumm, huch, dass die Haspel so hoch eingestellt, so tief eingestellt ist im Spiel. Dabei ist sie eigentlich ja nur so, dass man das Getreide gerade so umschubst. So, deswegen verstehe ich das immer nicht so genau, dass die Haspel so hoch ist, aber ja. Vorwärts. Ja, ja. So läuft das hier, ne? Zack. So. Gucken wir jetzt schon mal. Okay, der Helfer wird also schon mal so fahren. Ja, okay. Dreschen ist nicht so eine Arbeit für den anscheinend. Das wird auch auf dem anderen Feld nicht anders sein. Weil das ist ja fast dreieckig, das Feld. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm. Machen wir selbst, ne? So. Tag. Boah, hier ist aber echt nichts drauf, ne? Hätten eigentlich noch mal eben Düngerstreuer rüber gekonnt. Naja, auch egal. Zack. Und wieder rein hier. Der passt eigentlich ganz gut auf diesen Hof. Nicht zu groß, nicht zu klein. Passt eigentlich ganz gut. Wir verschwenden hier nichts. Also fast nichts. Das Büschel da außen bleibt für das Wild stehen. So.
Perfekt. So. Zack. Rückwärts. So. Ja. Haben wir gleich Vorgewende gemacht. Dann kann das richtig losgehen. Aber hier wird nichts runterkommen. Also hier werden 4000 Liter, schätze ich, runterkommen. An Getreide. Oh, vielleicht ein bisschen mehr. Oh, zwischen 4 und 6000, schätze ich mal. So. So ein Feld hat man absolut schnell gedroschen. Das passt. So. Das ist natürlich auf diesem Hof so, ne? Man muss alles selbst machen. Wegen den Feldern. Aber wie gesagt, ich kann nicht gut mitleben. Ist absolut mein Ding. Huch. Vorwärts, vorwärts. Zack. Oh, mal gucken, wie wir die Kurve hier kriegen. Das wird gleich das Stück sein auf dem Rückweg, was uns fehlt sozusagen. So. Ja. So. Zack. Eigentlich können wir hinten über die Wiese fahren. Dann brauchen wir das Schneidwerk nicht abkuppeln. Das wäre ja eigentlich am besten dann. Zack. Ja gut, dann holen wir eben den Träger mit Anhänger her. Und dann dreschen wir das nächste Feld. Oh Gott, es leckt. So. Entschuldigung. So. Ja, ich kann euch mal eben währenddessen die anderen Gespanne zeigen. Und zwar haben wir hier den Maxim mit der MX-Gabel, zwei Vierergewichte hinten dran zum Ballen stapeln. Den hier zum Ballen abtransportieren. Ich glaube zwar nicht, dass da so viel von weg kommt so. Hier haben wir ein 1600 Kilo Gewicht, Renault und Case IH Presse. Ich glaube, letztes Mal hatten das Sendebogengewicht dahinter. Aber hier passt. Ist auch absolut gar nichts, was da runtergekommen ist. Ey. So. Ja. So, ist Schwattablage an? Nee. Strohablage anschalten, Komma. Da ist Komma. So.
sag. So. That's perfect hier. Klappt, ne? Ja, ja. Ja, okay, meine Eltern wollen irgendwas von mir. Oh mein Gott, es regt nur noch auf. Naja, wir sehen uns nächste Folge wieder. Ich glaube, ich habe die Zeit eh voll. Bis dahin, Leute, haut rein. Tschüssi.